Frage ist, woher der Junge die ganze Kohle hat. Aus seinem Konto herrscht Erbe, das haben wir überprüft. Michael? Mhm. Da oben ist Sissi. Guten Abend. Kriminalpolizei, wir müssten mal kurz mit Ihnen reden. Was soll denn das? Ganz ruhig, Männer. Kommt ja gleich ein neues Mädchen. Sie sehen ja, dass ich gerade Gäste habe. Das geht jetzt leider nicht. Das ist wirklich wichtiger. Also bitte kommen Sie runter. Hey, ich hab für die bezahlt. Jungs, ich hab doch gesagt, da kommt gleich ein anderes Mädchen, okay? Mein Name ist Naseband. Das ist meine Kollegin Rietz. Und Sie sind wer? Ich bin Trixi, Trixi Bangler. Um was geht's denn? Trixi, was ist Trixi noch nicht sauber? Aber brichst du dir einfach die Show ab? Bist du Jack oder was? Kripo, dauert nicht lange. Aber was wollt ihr denn hier? Bei mir sind alle Mädels ordnungsgemäß angemeldet. Ihr wisst doch, Polizei ist schlecht fürs Geschäft, Mann. Wir sind nicht hier, um Ihren Laden zu kontrollieren. Es geht um diesen jungen Mann. Er wurde hier ganz in der Nähe zusammengeprügelt. Kennen Sie ihn? Kenn ich nicht, nein. Er ist auch viel zu jung. Der wäre hier sowieso niemals reingekommen. Bei uns kommt man erst ab 18 rein. Sie kennen ihn doch. Ja, also ich kenne den nicht. Also wir glauben schon, dass Sie den jungen Mann kennen. Sie haben schon mal für ihn getanzt. Da gibt es sogar ein Video von. Ja, also so genau schaue ich mir meine Gäste nicht an. Sie haben sich mit ihm gut verstanden, haben ihm was zugeflüstert, haben mit ihm gelacht. Cool, also das ist alles Teil des Jobs. Leute, Leute, Sie sehen doch, wir haben zu tun. Okay, Trixi muss zurück an die Stange. Das ist mein bestes Pferd im Stall. Okay? Und wenn Sie keine Fragen mehr haben, Sie finden ja den Weg. Wiedersehen. Tschüss. So, und du hoch. Du kommst wieder runter. Tja. Der Laden ist auf jeden Fall total krumm. Die wissen alle mehr, als sie sagen. Okay, danke für die Info. Jo, ciao. Ihr werdet es nicht glauben, aber unser Willi aus dem Stripclub ist so gut wie sauber. Also zumindest offiziell. Alles, was ich bislang rausgekriegt habe, ist, dass der Laden wohl richtig brummt. Und es liegt vor allem an seinem Aushängeschild der Trixi Bäumler. Es tut mir leid, wenn ich euch unterbreche, aber ich habe eine wichtige Info. Ich war gerade bei den IT-Lern. Und die haben sich die Webseite vom Stripclub mal vorgenommen. Die sind natürlich fündig geworden. Da wurde vor kurzem was gelöscht. Und zwar sehr unsauber. Die konnten es rekonstruieren. Und die haben es mir per Mail geschickt. Mhm. Passt mal auf. Guck mal, was die gefunden haben. Ach. Das ist doch unser Opfer. Nee. Ja, im Girls-Only-Bereich. Jetzt wissen wir zumindest, wo der plötzliche Reichtum herkam. Der hat halt getanzt, Trinkgeld und Gage eingezogen. Naseband? Ah ja. Okay. Ja, sehr gute Nachrichten. Dankeschön, ciao. Das war das Krankenhaus. Der Junge wird aus dem Koma geholt. Oh, ein Glück. Da fahren wir gleich mal ins Krankenhaus. Später. Bis später. Ciao. Frau Jos, alles in Ordnung bei Ihnen? Sie wirken so niedergeschlagen. Sind doch gute Neuigkeiten. Nein. Haben Sie es doch noch nicht gehört? Nein. Die neuesten Werte sind da und sind schlechter als erwartet. Deshalb wecken Sie noch nicht. Hm. Ja. Na gut, dann fahren wir erst mal wieder. Aber Sie melden sich, sobald es Neuigkeiten gibt. Ja, das mache ich. Hey, Kistenberg auf, los! Frau Bäumler, da haben Sie uns aber einiges zu erklären. Ich wollte Dennis wirklich nichts tun. Das verstehen Sie völlig falsch. Entschuldigung, aber Sie standen mit dem Kissen über dem Opfer. Wollten Sie vielleicht zu Ende bringen, was Sie angefangen haben? Eigentlich haben wir gedacht, wir haben es mit einem männlichen Täter zu tun, aufgrund der Brutalität. Aber Sie tanzen an der Stange, Sie haben ordentlich Kraft. Haben Sie den Jungen so zugerichtet? Wollte er vielleicht mehr als ein Lapdance? Er hatte nicht viel Erfahrung mit Frauen. Vielleicht hat er Ihre Freundlichkeit missverstanden. Nein, Sie verstehen das wirklich völlig falsch. Ich wollte ihm nur das Kissen unter seinen Kopf legen, damit er es bequemer hat. Entschuldigung, kann ich noch mal ganz kurz die Ohrringe sehen? Die gehören zu einem Set. Da gibt's auch eine Kette von. Die hat der Dennis gekauft. Erinnerst du dich? Die hat Dennis ihnen geschenkt, die Ohrringe, oder? Eigentlich haben wir gedacht, dass nur Dennis Gefühle für sie hat. Aber
wenn sie diese Ohrringe tragen, dann erwidern sie die Gefühle auch, richtig? Ja. Er kam damals zu uns in den Laden, weil er Erfahrungen sammeln wollte. Ich fand ihn da schon süß, aber anfangs hat er mir eher leid getan. Und dann habe ich ein paar Mal für ihn getanzt. Sie wissen ja, ich habe ja eher mit so schmierigen, ekligen Typen zu tun in meinem Job. Und Dennis war da komplett anders. Er war der Erste, der mir richtig zugehört hat, der mich wirklich verstanden hat. Und wann ist er Ihr Kollege geworden? Naja, Willi hat natürlich sofort Geld gewittert. Unsere weiblichen Gäste stehen auf diesen lieben, naiven Typen. Dennis war auch anfangs zu schüchtern. Aber Willi hat so viel Geld geboten, dass Dennis dann doch zugesagt hat. Und ich habe ihm ein paar Moves beigebracht. Und ja, Dennis hat das auch voll genossen. Es war voll was Neues für ihn. Er hat ja sonst auch nicht so viele Freunde. Und wir haben da viel drüber gesprochen. Und ja, so sind wir uns näher gekommen und haben uns dann auch, ja, dann halt auch verliebt. Und was ist heute Mittag passiert? Ich schwöre Ihnen, das weiß ich wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich wollte mich mit Dennis treffen und er kam einfach nicht zur Schicht. Hat er vielleicht Ärger mit einer Kundin? Nein, noch nicht. Was heißt das? Ja, also nächste Woche werden wahrscheinlich einige Gäste sauer sein. Wir haben beschlossen, dass wir den Laden und dieses ganze Leben hinter uns lassen. Jetzt, wo wir einander haben und wo wir uns lieben, da wollen wir das nicht mehr und brauchen das auch nicht mehr. Das würde Ihrem Chef natürlich super gefallen. Hm. Wenn die beste Tänzerin den Laden verlässt, kann es sein, dass er Dennis so zugerichtet hat? Naja, also offiziell hat von uns beiden eigentlich noch keiner gewusst. Wir haben das extra geheim gehalten. Aber zutrauen würde ich dem Willi definitiv. Zutrauen würde ich ihm das auch. Aber wenn das wirklich war, dann wird es ganz schwer, ihm das nachzuweisen. Ein Geständnis wird er nicht ablegen. Das wird er nicht tun, aber vielleicht kriegen wir es ja doch hin, wenn Sie uns helfen. Ja, das würde ich. So. So. Ja, Bild haben wir. Genau, das ist die Linse. Die muss immer frei bleiben, ja? Also, Frau Bäumler, wir machen das ganz genauso wie besprochen. Sollte irgendetwas nicht funktionieren, brechen wir einfach ab. Sie schaffen okay. Das, oder? Ja, für Dennis würde ich alles tun. Alles klar, auf geht's. Und keine Sorge, wir können jederzeit eingreifen, okay? Okay. Auf geht's. Hoffentlich geht das gut. Sie ist drin. Ciao, Sie bis morgen. Tschüss. Ciao, Liebe. Ist er ja der Vogel. Willi? Willi, ich muss noch mal mit dir reden. Willst du reden? Ach, die Sache mit Dennis, das wird mir einfach alles zu viel. Ich will kündigen. Sag mal, willst du mich verarschen oder was? Du bist meine beste Tänzerin. Willst du mich jetzt hängen lassen? Du willst bestimmt mehr Geld, oder? Nein, ich will nicht mehr Geld. Ich will gar nichts. Ich will einfach hier nicht mehr arbeiten und meine Entscheidung steht fest. Das kannst du vergessen, Mädchen, okay? Die Leute kommen hier nur wegen dir. Das wird aber aggressiv, ja. Das ist echt nicht mein Problem. Das kann aber zu deinem Problem werden, okay? Ich hab dich groß gemacht. Wo willst du denn hin? Was willst du denn machen? Dein Typ liegt das sowieso im Koba. Woher weißt du denn, dass Dennis mein Typ ist? Meinst du, ich wäre blöd? Ich weiß genau, was im Laden läuft, okay? Also überleg dir ganz genau, was du machst, Mädchen. Oder willst du auch so enden? Du hast es. Du hast Dennis zusammengeschlagen. Na meinst du, ich lass mich verarschen, oder was? Oh, Scheiße. Scheiße, was ihr macht. Warum macht ihr das, hä? Hey, da, lass die Frau los! Lass die Frau los, an die Wand kommen! Die Wand mit dir! Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig! Ey, was ist denn los mit euch? Ganz ruhig, hab ich gesagt. So, mein Freund. Das Geständnis haben wir auf Band. Sie sind vorläufig festgenommen. Du verdammte Schlampe da, hä? Die haben gedacht, die können mich verarschen. Ganz ruhig. Aber nicht mit mir! Scheiße, bleib stehen, Junge! Hä? Du läufst einfach weg, ja? Was bildest du dir ein, hä? Komm mal her. Ich hab zufällig gehört, wie der Bastard zu ihr gesagt hat, dass er ihr ein besseres Leben bieten will. Als wenn ich dich je schlecht behandelt hätte, hä? Das ist der Dank dafür, ich hab dich groß gemacht und den auch. Eigentlich wollte ich ihn ja gar nicht ins Koma hauen. Aber dass er jetzt im Koma ist, Schicksal! Billy, komm mal her, was? Ich liebe Trixie doch. Was ist denn los mit dir, du kleiner Bastard? Runter mit dir, hä? Kleiner Wichser, hä? Junge! Lass dich nie wieder bei mir anblicken! Komm jetzt, komm!
Mischstück! Komm jetzt! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Übrigens! Dennis ist wach! Die Ärzte meinen, er wird wieder.